Da ist das Tor offen. Na dann. Auch wenn es da ein Zeichen für rückwärts gibt. Die Maschine kann offensichtlich nicht rückwärts fahren. Ich dachte halt, dass bei dort der die Leiter ist, dass wir da mal rauf müssen. Wenn das da draußen nicht nach Gewitter aussieht. Nein, wird wieder hell. Und nur der Fels, der genug war. So volle Fahrt voraus. Oha, nicht schon wieder eine Welle. Voll Wind und voller Dampf. Voraus. Wow. Und fahren hier blitzschnell. Sportboot. Wind und Wetter. Abkühlen. Scheiße. Tank ist leer. Wäre zu schön gewesen. Weiterfahren zu können. Soll ich doch den Blumentopf verheizen? Tja, Spieluhr. Hätten wir noch mal Angebot. Würde ich es ja gerne behalten. Und irgendwie möglich. Muss es mit Windkraft gehen. Ich hoffe nicht noch ein bisschen hält. Den Einsaugmechanismus haben wir nicht mehr. Aus dem Weg. Wir haben außer die Säge nichts. Stehen bleiben, sind wir verloren.
verschwunden die Lokomotive. Die Lokomotive. Ein Sturm zieht auf. Wer hat das kommen sehen? Wer hätte das nur gedacht? Oh je. Blitz und Donner. Ich hoffe, das Segel fackelt uns nicht ab, dann haben wir ernstzunehmende Probleme. Mit offenem Segel bei so einem Sturm halte ich für massiv gefährlich. Ich halte es auch für massiv gefährlich, unter Deck zu sein. Das ganze Unterdeck. Im Raum vielleicht nicht, also im Maschinenraum. Und unten im Lagerraum, unter der Wasserlinie. Wenn wir mal ganz risky sein wollen, steigen wir mal auf den Mast. Riskant lebt sich am besten. Wenn jetzt ein Blitz einschlägt, sind wir tot. Ich glaube nicht, dass es hier einen Tod gibt. Aber ja. Na komm, Wind. Sturm einmal ausnutzen. Oh nein. Wir müssen weiter. Auf den Mast. We must go. Okay, der war schlecht. Große Wellen. Man mich nicht erst durch das dort Land in Sicht. Zumindest dort drüben. Land in Sicht. Komm schon. Noch ein wenig. Da wurde hoffentlich viel Müll an den Strand gespült, den wir mitnehmen können. Vielleicht sogar ein Schweißgerät. Jetzt hat sich der Sturm wieder beruhigt. Und wir können in Ruhe in den Hafen einfahren. Der Sturm war ja angenehmer als der in Teil 1. Der Teil 1, das war echt Stress pur. Pure Hektik. Wie war da gegen den Hagel und den
den Brand im eigenen Schiff kämpfen mussten. Da fiel mir ein bisschen so diese Klong-Sounds aus dem ersten Teil, dieses Mast an, irgendwo an den an Rand angeschlagen hast, dann so dieses Klong. Und dann, wenn du hier mit dem Schiff gegengefahren bist. So geht's hier wieder am Land ein bisschen weiter. Jetzt müssen wir was finden, was den, was das Schiff nach oben hebt. Ein Schweißgerät. Wie praktisch. Ein paar weitere Elche, Rehe, Hirsche. Ede und Schlangen. Nö. Holen wir das Schiff hoch. Seltsam, das so zu machen, aber okay. Ich denke, das können wir. Müssen wir da runter und das verbinden. Und dann hochziehen. Erstmal dieses Gerät runterbringen. Das war das Überleben, so weit runter zu springen. Ein Wunder. Schiff wieder tauglich machen. Hübsch. Und jetzt hier vielleicht. Oder nicht? Okay, das soll nicht sein. Sollen wir es am Mast hochziehen oder was? Hier würde es gut hinpassen. Soll wohl nicht. Haben wir hier unten irgendwo was zum dran machen? Und Befestigungsmöglichkeiten. Okay, auf einmal geht es gar nicht mehr. Na, das ist schlecht.
Haben wir es verpackt. Ich gehe hier nochmal hoch. Vielleicht eher hier mit verbinden. Warum? Warum hat das dann? Wieder so ein Theater. Ich gehe mal hier weiter. Hier findet sich eine Antwort. Hier haben wir so einen Saugstutzen links. Nicht schlecht. Soll wahrscheinlich in die Maschine eingesetzt werden, sobald sie da ist. Dazu müssten wir es aber mal erstmal hochbringen. Und da kommen wir dann hoch, oder? Gerade wohl eher nicht. Autsch, harte Landung. Gut, dann müssen wir wohl... Schiff hier hochziehen. Jetzt haben wir es komplett kaputt gemacht. Können wir das hier aufhängen? Okay, da kommen wir nicht ran, wo wir so weit. Das jetzt alles wieder auf. Wahrscheinlich. Wir müssen das irgendwo befestigen unten. Dann hat man das Problem. Dass das nicht ging. Und ich habe es zumindest nicht gesehen. Ich habe den Weg nicht gesehen. Ich finde wir dann doch wieder, bevor wir hier Bugs vermuten. Ganz unten damit und Giovanni Mau. Warte, dann noch.
kann das hin? Hier nicht. Die maximale Reichweite ist hier. Es tut leider so, dass das da dran muss. Da flippt es aber weg. Es muss doch, das wird keiner, wo soll ich das sonst hin? Da verstehe ich dann das Rätsel nicht, warum das. Es ist nicht greifbar. Das ist schwierig. Jetzt auf einmal wieder zu hoch, weil es zurückgeflippt ist. Wir haben nichts zum Dranhängen. Keine Ente. Was unten am Wasser, was uns helfen kann. Wenn es oben nicht geht, mal nach unten gucken. Da geht es sehr weit runter. Ein kleiner Koffer. Versunkenes Stuff. Mich hier glaube ich nicht gerade sehr viel weiter. Tja. Vielleicht ist es auch eine Lösung, die ich komplett noch nicht gesehen habe. In dem Turm dort irgendwas auslösen. Ansonsten ist da wirklich nichts gibt. Bug reporten uns dann, hoffen, dass es sich, also dass wir den jetzt hier nicht mehr greifen können, ist auf jeden Fall ein Bug. Das darf eigentlich, das sollte doch nicht so sein. Dass wir hier nochmal hoch müssen. Um das nochmal zu justieren. Das haut eigentlich nicht hin. Hmm.
Der will das hier wirklich nicht befestigen. Absolut nicht. Ab hier flippt das zurück. Das Maximale, was ich mir noch vorstellen könnte. Was haben wir denn wieder hier? Das wird dann doch nochmal am Turm festmachen können. Aber hier haben wir eine, Schlaufe, hier haben wir einen. Und da passt das Ding, wir haben das hier schon. Wir haben das hier doch schon mal gesehen. Das ist exakt das Modell hier. Das passt hier hinein. So, weil wir jetzt nochmal hochrennen müssen. Lass es aber lieber drin hier. Ich glaube, ich das Spiel dann mal, dass das dafür ist, oder? Jetzt gibt es ja gar keinen anderen Haken, wo wir das anlegen könnten. Wenn die beiden miteinander verbunden sind, Säge und Dings. Ist ja nun wirklich. Gibt es ja nur eine Option, dass ja funktionieren kann. So nicht. Ich glaube, das sollte nicht so. Das sollte schon vorher funktionieren. Und das dann hier rüber. Hieven oder so. Und können wir das Zeug hier und können wir es irgendwie rausholen, was da dann hier anhängen und dann runterbringen? Ist das die Lösung? So, das Zeug aus dem Turm runterliefern. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich versuch's noch einmal unten auf dem Schiff. Das wäre eine Erklärung dafür, dass es das drehbar ist. Ansonsten, und das Ding, das große Teil da oben. Ich weiß nicht. Klunk. Ne, wenn ich eh drücke, macht das sofort. Da flippt er sofort zurück. Ich begreif's nicht.